Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich. Was machen jetzt eben so ein Ich habe die Fans gesucht. Ich begrüße euch. Wir haben für euch heute auch ein Halara-Haul. Ja. Weil auch wir wurden von Halara angeschrieben. Aber wie schon erwähnt, mussten wir erstmal was klären, weil, ne? Haben wir in irgendeinem Video erwähnt, dass wir da erstmal was klären mussten, um überhaupt die Kooperation anzunehmen. Auch wir konnten uns Sachen aussuchen, also 8 Teile insgesamt. Und da wir zwei Personen sind und es wurde gerecht aufgeteilt, ich 5 Teile, irgendwie 3 Teile. Nein, jeder hat 4 Teile. Aber erstmal, was sage ich zu Halara? Erstmal muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, dass ich immer an Halara gezweifelt habe, weil ich mir das immer nicht vorstellen konnte, dass das gute Qualität sein soll, dass das für jeden passen soll. Ich habe immer, wenn so Influencer Werbung gemacht haben für Halara, ich mir gedacht, ich weiß nicht. Ja, also ich weiß nicht. Also jeder macht und alle sagen, ah, das ist so toll und so toll und so top und hier und passt jede Figur rein und. Also auch mollige oder curvy Frauen und bin ich auch ganz ehrlich. Also habe ich nicht dran geglaubt. Und deswegen habe ich auch nie daran gedacht. Ging mir nicht anders. Habe ich auch nie daran gedacht, mir irgendwelche Sachen von Halara zu bestellen, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. So, wie gesagt, wir haben auch wirklich lange überlegt, ob wir die Kooperation annehmen. Irmi wollte erst gar nicht. Nein. Und dann habe ich aber Irmi überzeugt und habe gesagt, wir müssen uns doch unsere eigene Meinung, ne? Weil Irmi hat halt Bewertungen gelesen und so. Ich sage, Irmi, wir müssen uns doch unsere eigene Meinung davon bilden. Wir können uns doch nicht immer auf diese Aussagen verlassen, wenn jemand schreibt, Halara ist Schrott, Halara ist, hast du nicht gesehen. Wir müssen es doch selber erstmal testen, um zu sagen, nee, es ist nichts. Ja, ne? Genau. Also konnte ich dann Irmi überzeugen und nachdem wir das geklärt haben mit den dass wir halt nicht auf Facebook, also unsere Werbung nicht auf Facebook geschaltet wird, weil, ne, und so. Also haben wir uns entschieden, also okay, wir suchen uns Teile aus. Also, wir haben uns ausgesucht. Wir zeigen es euch jetzt. Wir fangen mal an, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Irmi Maus, ne? Mit der Irmi Maus. Genau, Irmi hat sich ausgesucht, beziehungsweise ich hatte freie Hand. Ich habe gesagt, Ille, such aus. Genau, ich hab für meine Frau ausgesucht. Aber ich habe nicht Color für Ille Cosmetic ausgesucht. Blue Demon Size Jeans Leggings. Also hier ist erstmal Halara. Sind alle in so einer Tüte verpackt. Also auch hier Plastik, ne? Also. Und irgendwie für Irmi habe ich halt diese schöne. Ach, die ist mit Beinen, genau. Die ist mit Beinen. Diese schöne. Darf ich mal? Ja. Die ist mit Beinen. Genau, die hat ein bisschen Bein und ein bisschen Schlag. Ne? Ja. Sie ist mega stretchig. Also Muckel, der springt immer unsere Videos. Geh mal bitte, Muckel. Aber wir haben nur mal Katzen und wir wollen sie so nicht aussperren. Sie ist mega stretch. Mega, also in allen Richtungen lässt sie sich stretchen. Sie hat sogar, was Irmi sehr gut findet, Laschen für einen Gürtel. Ja. Weil manchmal rutschen mir die Hosen und da brauche ich einfach einen Gürtel. Ja, Irmi ist ein Gürtelmädchen. Ich bin Gürtelmädchen, ja. Genau. Hat ein Style wie eine Jeans. Ja, hat hinten Taschen. Vorne allerdings auch. Aber ach so, die hat auch vorne Taschen. Ja. Guck an. Ja. Habe ich nicht gesehen. Okay. Also hinten Taschen und vorne Taschen. Und Leute, ey, na, ihr werdet nachher sehen, wenn sie angezogen, das sieht aus wie eine Jeans. Man würde nicht meinen, dass das so ein Stretch-Teil ist. Also ich bin, also wirklich, ich bin, also Halara hat mich überzeugt.
Und die Leute, ihr wisst, wir sind ehrlich. Ja? Wir sind wirklich ehrlich. Mega. Also wirklich, Alara hat mich überzeugt. So wie sie angezogen aussieht, zeigen wir euch jetzt. Oh, jetzt. Ja. Das ist die mit Bein. Das ist die mit Bein. Länge ist optimal. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Hat hinten Taschen. Zwei. Vorne auch zwei. Hat hier Laschen für einen Gürtel. Den brauche ich jetzt hier. Für diese Hose brauche ich einen Gürtel. Wenn sie jetzt eine Nummer kleiner gewesen wäre, ja, dann wäre sie in den Beinen zu kurz. Dann wäre sie wieder zu kurz, ja, genau. Ja. Also von daher passt auch, ist auch Platz hier. Ja, hätte man wirklich, aber dann wäre sie von der Länge her nicht. Dann wäre sie von der Länge her nicht. Dann wäre sie dann eine Hochwasserhose. Ja, genau. Passt wunderbar. Hat Platz hinten, ist auch nicht zu eng hier an der Seite, am Arsch ist nicht zu eng. Hier ist sowieso, weil es ja ein bisschen eine weitgeschnittenere ist. Na, es sieht aus wie eine Jeans, also wie eine ganz normale Jeans, ne? Also wunderbar. Wunderbar, genau. Nächste. Dann fangen wir mal mir an. Ich habe mir diese Hose bestellt. Diese luftige Sommerhose bestellt. Achso, du hast eine Größe, Irma hat eine Größe M, ja? Ich habe Größe M, genau. Ich habe mir diese luftige Sommerhose bestellt. Sie ist schön, sie ist auch stretchig. Sie ist wirklich ganz, ganz, also wirklich ganz leicht, das Material. Also wirklich für den Sommer optimal. Ich habe sie mir bestellt in 2x2X, also 2x habe ich sie mir bestellt. Ich habe schon solche Hosen, ne? Und ich finde sie auch wunderschön, aber ich persönlich bin zu klein für diese Hosen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe sie jetzt schon in 2X, also in 1X passe ich da nicht rein. In 2X passe ich rein, aber sie sind mir trotzdem hinten noch so ein bisschen zu lang. Also, mal gucken. Entweder ziehe ich es mir bis unter die Brust, damit ich sie tragen kann. Oder irgendwie weiß ich nicht, ob irgendwie mir das ein bisschen kürzer nähen könnte. Ja, das muss ich sehen. Ne? Muss man sehen. Ne? Ansonsten ist es wunderschön. Ich mag ja diese Hosen sehr. Ne? Die sind ja hier so offen. Ne? Aber bis oben hin halt hier zu. Klar, wenn man sitzt, sieht man Bein. Aber ich meine, ich habe ein Bein und ich möchte es natürlich auch zeigen. Ne? Und es kaschiert den Bauch. Also sagen wir mal so, wenn man Bauch hat, kann man ihn nicht kaschieren. Man hat Bauch und man sieht den Bauch auch. Egal, was für Hosen du anhast, man kann ihn nicht kaschieren. Es sieht halt, er strafft so das bisschen den Bauch, aber der Bauch ist vorhanden und den Bauch wird man immer sehen. Ne? Egal, was für Hosen man anhat. Es schmeichelt den Bauch, kann man sagen. Ne? Es schmeichelt so ein bisschen. Es liegt gut an. Aber einen Bauch kann man halt nicht kaschieren. Wenn man einen Bauch hat, hat man einen Bauch und den kann man nicht kaschieren. Also, diese Hose zeige ich euch angezogen. Jetzt. So, ihr Lieben, ich habe mich mal sommerlich angezogen. Das ist der, Hosenrock. Hosenrock, ja. Ne? Den habe ich auch in 2X genommen, weil, aus welchem Grund, guckt euch das an, die Länge. Und ich habe ihn schon richtig hier hochgezogen, ne? Also ihr seht es. So würde es gehen. So würde ja, es gehen. So geht es. Aber wenn ich nur noch mal größer nehmen würde, ja, dann würde. Dann nicht. Nein. Warte, komm wieder. Mich nur mal richten, so. Dann nicht, ne? Also, er ist halt schön luftig. Man zeigt wieder Bein. Ne, also hier ist mein Schlippi. Und klar, wenn man sich setzt, dann zeigt man Bein. Aber man hat ja sowas auch nur im Urlaub oder im Sommer an, wo man sowieso ne, luftig angezogen ist. Was mir persönlich mein Empfinden, weil das hat hier am Bauch nur so einen Stoff. Ne? Und ihr seht, der Bauch, ne, der ist hier richtig schön eingepackt. Ja, und man sieht ihn mehr wie in anderen. Ja. Ne? Also, aber wie gesagt, ich habe nun mal einen Bauch. Und wenn man sowas drüber trägt, dann kann man das auch tragen. Ne? Also Farbe mag ich sowieso. Ne? Also ne, so von der Seite. Komm mal ein bisschen weiter zum Fenster, zur Tür hin. Ja. So. Ja. Ne, also. Ja, ich freue mich auf den Sommer und
Ja. Wie gesagt, ich habe schon solche Hosen, aber anders. Die sind mir auch ein bisschen zu lang, von daher. Alles gut, man kann sie tragen. Es ist bequem, es drückt nichts, es zwickt nichts. Es ist natürlich nicht so dehnhaft, ne? Aber ich hätte mir halt gewünscht, vielleicht eine Anregung für Halara, dass man hier auch so ein Höschen drunter anhat. Mhm. Was vielleicht bis hierher so geht, siehst du, so ein Radlerhöschen. Ja, ja. Ne, dass man sowas. Weil wir haben ja auch Röcke, wo sie so ein Höschen drunter haben, so eine Radlerhöschen oder eine ja, kurze Leggings oder so. Ja. Das würde ich mir wünschen für diese Hose, weil, also wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde, würde ich sie halt nicht anziehen. Wenn man dann da sitzt, dann kann man hier so ran, mag ich nicht. Ja gut, würde man sich halt... Ja, ich werde eine Radler drunter ziehen, ne? Ja. Mhm. Aber Halara macht ja auch Mode, wo das Höschen schon mit dran ist. Und vielleicht ist das eine kleine Anregung für euch, Halara. Ansonsten ist die Mode wirklich top. Also, wir können nichts Gegenteiliges sagen. Uns gefällt sie, mir gefällt sie, Maus. Ja, mir gefällt sie. Dir gefällt sie. Wie gesagt, wir finden sie schick. Und ich trage sowieso seit letzten Sommer oder vorletzten, nee, eigentlich erst seit letzten Sommer so intensiv Kleider und Röcke und so, ne? Weil ich bin nun mal mollig und da wird sich auch nichts ändern, weil, ja, also deswegen, ich werde auf nichts mehr verzichten. Also, alle molligen Frauen, alle curvy Mädels, traut euch, zieht an, was ihr möchtet. Ne? Jeder sieht gut aus. Und es liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn der andere sagt, wie sieht nicht aus, ist sein Problem, nicht dein Problem, nicht unser Problem. Genau. Jeder trägt das, was er mag. Ja. Und man muss auf nichts verzichten. Man sollte wirklich auf nichts verzichten. Liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn ich bauchfrei tragen will, dann trage ich bauchfrei, egal was andere sagen. Und das solltet ihr auch. Ihr tragt bitte das, was ihr möchtet, egal wie es aussieht. Wenn es euch gefällt, reicht es vollkommen aus. So, dann geht's mit Irmi weiter. Genau, jetzt geht's mit Irmi wieder weiter. Kannst du vorstellen? Ja. Das ist eine Hemdbluse. Collar Wine Red Square. Ja, ist so eine Weinbluse, dünne Jacke, kann man sagen. Ja, kann man sagen. Mit Kapuze. Passt wunderbar. Ich lege sie mal aus. Ist so ein bisschen Flanell, ne? Ja, so, ist magst du eigentlich Flanell? Ja, ja doch, Flanell magst ja. du. Ist mit Kapuze. Ist also nicht Stretch, ne? Ist nein, klar. Ist kein Stretch. Lässt sich an den beiden Armen zuknöpfen. Hat vorne am Bauch Knöpfe. Man kann sie offen tragen. Wie gesagt, ist es eine Kapuze dran. Mir gefällt sie sehr gut. Vor allen Dingen, man kann sie mal schnell überziehen. Ja, ne? Ja, also so von hinten. Man kann sie zu Jeans, zu allem, zu Leggings, ja. zu allem tragen. Ja, genau. Finde ich auch sehr schön. Also wie gesagt, hat die Kapuze, hat hier auch noch zwei Taschen. Eine Tasche. So Holzfäller-Style, ne? Ja, so kann diese man Karos, so sagen, ne? So sagen, hat man doch so. Kann man so sagen. Ja. Ja. Ne, von, also auch gut, ja. Ja, und wie sie angezogen aussieht, zeigen wir euch jetzt. Sieht das Flanellhemd an, Hemd, Bluse, Hemd. Jacke, je nachdem, wie man es möchte. Hier sind Knöpfe, da sind Knöpfe, hier sind Knöpfe, hinten ist eine Kapuze. Kannst du mal aufsetzen? Das ist eine Größe, haben wir M? Ja, auch 42, 44, ja, ja M, glaube ich, ja, M. Ja. Genau, nee, nicht glaube ich, sondern ist M. So, hier Taschen. Vorne ist eine Tasche, man kann auch, hier oben ist eine Tasche, hier ist eine Tasche, da ist keine Tasche, man kann auch umknicken, also ich mag es nicht so gerne, wenn es hier unten alles zu ist, kann ich umdrehen, fertig, gut, wunderbar, passt. Passt, wackelt. Hat Luft. Ja, super. Finde ich auch schön. So. Hat Ille gut ausgesucht. Ach ja, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe mir ein Kleid ausgesucht. Weil das habe ich schon oft letzten Sommer bei irgendwelchen Influencern immer gesehen. Ich kenne die jetzt nicht mit Namen. Und zwar. Ist das falsch? Nee, warte mal. Hast du das nicht wieder? Also, das muss hier rein. So, das muss ja hier. Rein, so, genau, so. Hm?
Also, das ist ein Kleid. Warte mal, das muss hier rein. Na ja, ihr werdet sie dann angezogen sehen, ne? Also, das ist ein Kleid. Sieht gut aus. Das ist hinten länger, vorne kürzer. Hat hier nur so einen Top-Ausschnitt. Sagt man so Top? Ja. Oder Sporttop, weil hinten ist es so. Aber was das ganz Geile daran ist, es hat ein innenliegendes Bustier. Ja. Sagt man Bustier? Hier so mit ein bisschen so ausgefütterte Cups. Kann man auch rausmachen, die Teile. Hier, ne? Das ist ein Bustier. Das ist innenliegend. So, dass du das wirklich ohne BH tragen kannst. Du kannst deine Titties da drin reinmachen. Du brauchst dann keinen extra BH. Und es hält alles. Ja, also sieht also, richtig, richtig gut aus. Ja, ja, finde ich. Also wirklich... passt, die Länge passt auch. Ja, passt wunderbar. Das habe ich auch genommen in 2X. Genau, in 2X habe ich das genommen, weil andere wären mir zu groß, ne? Weil es sich ja auch dehnt. Ja. Es sieht wunderschön aus. Also wirklich. Müsste natürlich noch gebügelt werden, aber. Ja. Aber es sieht wirklich schön aus. Was mich jetzt noch interessiert, wären die Waschmöglichkeiten. Ja. Da musst du mal gucken, mein Schatz. Muss ja irgendwo stehen, ne? Das müsste irgendwo stehen. Da haben wir es doch schon. Warte mal, ich muss mal Brille aufsetzen. Aus was für Material? Irgendwo hatte ich das irgendwo jetzt nicht. Doch, irgendwo hatte man das jetzt. Oh. Ach, und es hat Taschen, Leute. Ja, es hat Taschen. Das ist hier. Wichtig für Ille. Hier, genau. Das ist natürlich Body 92% Polyester und 8% Elastane. Und kannst du waschen? Lining. Ach so, Lining. 77%. Nein. Also der Body, hier, ditte. Ja. Dit hier, das Oberteil. Ja. Und der Body, das Lining, das Kleid hier hat 77% Nylon und 23% Elastan. Du kannst es auf 30 Grad waschen. Genau. Genau. Man kann sogar einen Trockner packen. Man kann sogar einen Trockner packen, ne? Also wunderbar. Sie ist echt wirklich sehr, also das Kleid fühle ich und das Kleid bin ich. Ihr werdet es sehen. Ich zeige es euch jetzt. So. Okay. Warte mal. Ja, so. So, ihr Lieben. Illes Lieblingskleid. Ja, ist jetzt schon mein Favorite, ne? Das ist das Kleid. Es hat Taschen. Es ist vorne kürzer. Sieht man's? Ja. Hinten ist es länger. Ja. Und es hat hinten diesen typischen Sport-Top-Ausschnitt, ne? Ja. Und das Geile daran ist ja, dass du wirklich hier drunter ein Bustier hast, ne? Und das geht bis hier, ne? Also brauchst du nichts, kein BH anziehen, nichts. Das hält hier alles. Es ist wirklich ganz luftig, ganz locker und... Ich freue mich auf den Sommer. Ich freue mich echt auf den Sommer. Das wird mein Lieblingskleid werden. Blau steht mir. Ja. Ja? So. Ja. Und ne? Für Ille ist wichtig, dass sie eine Tasche hat. Ja. Und es ist für mich auch wichtig, also nicht wirklich wichtig, weil ich habe nur eine kleine Brust. Ich kann auch ohne BH laufen. Aber unter so einem Kleid kannst du ja nicht einen normalen BH anziehen. Sieht ja den Scheiße aus. Ja, vorne würdest du ihn nicht sehen, aber wenn du dich umdrehst, würdest du ihm halt, ja, nee. Na, sieht man das. Ja. Klar, hier guckt ein bisschen, warte mal, guck mal, eine Speckfalte raus. Aber nun, Leute, ich bin ja nun mal speckig, also kann auch eine Speckfalte rausgucken, oder? Aber das kaschiert schön, ne? So ein Hängerchen kaschiert immer schön im Bauch. Ja. Aber trägt nicht auf, oder? Nein. Nee, finde ich auch nicht. Nein. Was sagt ihr? Trägt das Kleid auf oder nicht? Nö. Wunder, also für mich schon mal mein Favorite für den nächsten Sommer. Gleich, ne? Ja, das sagt Ille immer, wenn ich das nicht fühle, dann kann ich das auch nicht anziehen. Ich knüttel es jetzt zusammen, ja. Ist es ja egal. Nee, dann werde ich es nie, wenn ich das Kleid nicht fühle, dann werde ich es nie tragen. Ja. Ich muss jetzt immer fühlen. Ich muss Sachen fühlen. Also, ja, ist halt so, ne? So, was haben wir jetzt hier?
Nee, das bin ich. Jetzt bist du wieder dran, mein Schatz. Du hast noch eine Brille. Was ist denn das hier? Das heißt M, 7-8. Das bist du. Genau, das ist wieder eine Hose für meine Frau. Bitte schön, pack sie aus. Kannst du ja auch erklären. Und ich muss hier mal was naschen. Entschuldigung, aber ich hab Hunger. Eine Schwatte. Eine schwatte Hose. Aber eben unten zu. Also nicht zu, aber skinny. Skinny, genau. Ich kam eben nicht drauf. Hat hinten zwei Taschen. Vorne sind Taschen angedeutet. Und? Es zieht sich alles wieder auf. Schön stretchig. Ja. Passt am Bauch sehr gut. Da würde mich mal auch mal die interessieren, was das ist. 50% Polyester, 39% Cotton und 11% Elastane und auf 30 Grad waschbar und auf im Trockner. Elastan ist eben halt das, was das ausmacht. Genau. Ja, also wie gesagt, ich wiederhole mich auch. Die Hose passt wunderbar. Und gefällt mir und ich trage gerne die Skinnies. Ja, du brauchst, das stimmt, das trägst du gerne. Ich trage gerne Skinnies. Wie sie angezogen aussieht, zeigen wir euch jetzt. Die Omi hat die schwarze Jeans an. Passt am Bauch. Wunderbar. Kann ich hochziehen. Gut, ich brauche sie nicht ganz hochziehen, aber sie ist halt... Die ist nicht ganz so stretchig, aber die ist wunderbar, passt mir wunderbar. Machen wir das Hemd ein bisschen höher, damit man das auch sieht, ne? So. Genau. Ja. Hinten passt am Arsch. Ich hab zwar keinen, aber passt am Arsch. Hinten sind Taschen. Vorne ist nur angedeutete Tasche. Bück dich mal. Geh mal weiter hin zum Schrank. Und jetzt knie dich mal hin, ist sie bequem, drückt sie. Nein, überhaupt nicht. Hier an den Beinen ist noch Platz. Ja, super. Hier ist noch Platz. Hier unten ist auch noch Platz. Hier ist auch noch Platz. Aber sie ist eng. Aber eng anliegend. Nicht unangenehm. Oh. Super. Ich muss noch die Reihenfolge lernen. Ja, ich Maus. Du weißt. Ich weiß es schon. Du weißt es. Ja. Natürlich. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe mir diese Leggings. Was ist das für eine? Was steht hier drauf? 2x. Ja, ist wieder 2x, genau. Eine Leggings. Die den Bauch auch schmeichelt, ne? Also, er versteckt den Bauch nicht, ist klar, aber er schmeichelt, ne? Also, dieser Bauch, wer Bauch hat, kann auch Bauch zeigen. Ne, wenn man Bauch, den kann man ja nicht wegkaschieren. Das geht nicht. Nur mit einem guten Fotoladen, Photoshop kannst du es ja nicht, aber muss ja nicht sein. Was man hat, hat man. Was man hat, das hat man. Ne? Entweder hat man Bauch oder man hat keinen Bauch. Genau. Wieder mega elastisch, also wirklich mega elastisch. Auch an den Beinen? Auch an den Beinen. Bei mir könnte sie ein Stück länger sein. Ja? Ja. Deine sind richtig. Ja. Die gehen bis da, wo sie hingehen sollen. Ja. Die könnte bei mir unten ein Stückchen länger sein. Aber hätte ich so eine Nummer größer bestellt, wäre sie mir obenrum zu groß. Vielleicht unten würde in der Länge passen, aber sie wäre mir zu groß. Ja. Deswegen musste ich das so nehmen. Aber das ist ja auch eine dünne. Die ist für den Sommer. Also ist eine ganz dünne für den Sommer. Und was ich persönlich bei Halara gut finde, ist, dass Halara wirklich für alle Größen was hat. Also was ich glaube, das geht bis 56. Ja, bis 56 geht das, glaube ich, ja. Ja, was heißt für alle Größen, aber auch für große Größen. Aber dadurch, dass es ja viel mit Elastan ist und sich viel dehnt, kann natürlich auch, wenn jemand 58 oder 60 trägt, da kann er das in der 56 kaufen und es dehnt sich ja, ne? Also man muss halt immer drauf achten. Es steht ja immer da Soft Stretch, ne? Das dehnt sich nicht so doll. Aber wenn da Vierfach Stretch steht, also wo man in jeden Richtung, da kann man ruhig zwei Nummern kleiner nehmen.
dann passt man da auch rein. Ne? Also, das finde ich halt gut, dass wirklich Halara auch für mollige Frauen solche Mode macht. Gut, nicht alles gibt es in den großen Größen, sind wir auch ehrlich, ne? Aber viel, ne? Also wirklich, Halara hat schon eine tolle Auswahl an großen Größen. Und ja, ne, also das muss man schon mal sagen. Warte mal, ich muss mal den Kater schnell füttern. Ja, Muckel, Moment. Der verhungert sonst. So. Ja, wie gesagt, Halara hat zu große Größen, das finde ich gut und ist. Und ich bin echt überrascht über die Hochwertigkeit der Sachen. Ne? Also sieht nicht irgendwie billig produziert aus, was ja auch viele immer geschrieben haben, billig produziert, die Größen passen nicht. Und ja, Leute, da müsst ihr natürlich gucken, ne? Wenn da steht Soft Stretch, sagt ja schon das Wort Soft, leicht dehnbar, dann ist na klar, dann muss ich halt ein bisschen größer bestellen, damit es passt. Dann kann ich nicht meine Größe nehmen, dann muss ich ein bisschen größer bestellen. Und wenn natürlich vierfach stretcht, dann passen dann so ja noch 58 und 60 größeren. Sage ich so, wie es ist. Ne? Also, ja, ich finde es schön. Mir gefallen die Sachen. Mich hat Halara tatsächlich überzeugt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Wie sie angezogen aussieht, zeigen wir euch jetzt. Unser nächstes Modell. Oh, da passt jetzt richtig meine Bluse. Ja, passt wunderbar. Meine Hemdbluse, nee, eine Bluse. T-Shirt-Bluse, so. Die passt gut dazu, ne? Ja. Das ist zum Beispiel eine dünne Leggings. Die kann man auch im Sommer tragen. Ich würde sie auch im Winter tragen, aber für andere wäre sie vielleicht viel zu dünn für den Winter. Für den Sommer optimal. Die kannst du noch ziehen bis Timbuktu. Wie sagst du? Timbuktu. Die ist in 2x XL. Nicht 2X. Entschuldigung, 2X. Und sie umspielt. Sie kaschiert nicht den Bauch. Sie umspielt den Bauch nicht. Ne? Also, ja, wer Bauch hat? Wie gesagt, ja, wir alle molligen Frauen haben Bauch. Und damit müssen wir leben oder auch nicht. Also, ne, er umspielt, also die Leggings umspielt den Bauch, aber der Bauch ist trotzdem vorhanden, aber er ist gut eingepackt, sagen wir mal so. Ne? Und sie hat Taschen, auch wieder hier an der Seite, der richtig tiefe, ja, richtig tiefe Taschen. Also könnte man Handy oder, weiß ich, Raucher können ihre Zigaretten darin machen, ich rauche nicht. Hinten sieht sie so aus, sie ist auch, also wie gesagt, ich kann sie wirklich bis unter die Brust fast ziehen. Und ja, genau. Achtet nicht auf meine Beine. Wie gesagt, das Bein ist immer dicker wie dieses. Ist halt so, wie es ist. Ne? Ziehen bis... Marschieren. Marschieren kannst du mit, ja? Ja, ziehen bis, wie gesagt, hier fängt meine Brust an. Und die kann ich mir bis unter die Brust ziehen. Also von daher sehr dehnbar. Und ja, schöne Farbe. Wie gesagt, passt gut zu meinem Shirt heute. Ja, und wieder geht's um eine Hose. Wenn du trägst ja keine Kleider oder Röcke oder so. Nee, dann ist, nee. Ja. Im Sommer, ja. Ja, im Sommer. So, wieder eine Skinny. Läuft unten zusammen. Eine Cargo Jeans. Ja, an der Seite Taschen. Ja. Hier Tasche. Hier sind Taschen. Ne, Cargo hat ja so an den Oberschenkeln so Taschen und hinten Taschen. Ja, die hinten die Taschen. Die sind nur angedeutet. Naja, man kann so. Sie sind hinten. Sie sehen so zu aus. Kannst du nicht aufmachen. Oder du musst es. Aber Nee. Aber du kannst sie nutzen. Ja, du kannst was reinmachen. Du kannst was reinmachen. Ja, na klar. Vorne keine Taschen. Aber eben halt oben auf dem Oberschenkel die Taschen. Ja. Und bei Omi muss da kein Bauch kaschiert werden, die hat ja kaum Bauch. Da ist ein. Passt gut, ich habe als erstes immer geguckt, ist denn da überhaupt eine Lasche dran? Für Gürtel. Brauche ich da nicht. Weil die passt gut, ne? Die passt gut, ja. Bei der anderen genau dasselbe. Da brauche ich,
Das war für mich, das ist für mich, ja, bei diesen Skinnies, die sind ja sowieso hautenger, sage ich mal so. Und hier passe ich gut rein, die Hose rutscht nicht runter. Wunderbar. Ja. Und was sagt Ille? Ich zeige sie euch jetzt. So. Das ist die Cargo, ne? Genau, die, ja, Cargo. Die Cargo-Hose. Cargo-Hose. Skinny. Ja, Cargo Skinny. Hier ist eine Tasche. Vor allen Dingen ist die Lasche und geht oben drüber, also man kann nichts verlieren. Hier ist es genau dasselbe. Hinten sind nur angedeutete Taschen. Bequem. Doch, die kannst du aber auch in der Ofer zugelassen. Das kannst du genauso. Ah, doch, ja. Ja, nee. Die sind auch, genau. Nee, sind gar nicht angedeutet, da kann man auch was reintun. Ja. Ist eine Lasche einfach nur drüber. Passt hier vom Bauch her, wunderbar. Passt hier von den Beinen her, habe ich auch noch Platz. Passt, wackelt, hat Luft. Ja. Oh, das ist also für die schick. Ja, und vor allen Dingen auch bequem. Und bequem, kann mich also auch noch hinsetzen. Ich komme nicht weiter runter. Knochenbedingt, ja, genau. So, dann kommen wir zu meiner letzten Aufnahmehose. Eine Hose. Das ist eine richtige, die ist jetzt für den Winter, wenn wir nochmal Winter kriegen, weil das ist wirklich eine dicke Jeans, Leggings, sagen wir so, wie es ist. Die habe ich, weil die ist, obwohl ich glaube, wenn ich die eine Nummer kleiner bestellt hätte, würde sie auch noch passen. Ich habe sie jetzt, weil die halt so einen Soft Stretch hat und nicht so. Ich zeige sie erstmal hoch. Ne? Die hat hier oben auch so, so, wie sagt man denn so? Also Bauch. Wie sagt man denn? Bauch umspielend? Wie so ein Überkreuz. Also, ne? Wie sagt man denn dazu, zu diesem Anschlag hier? Keine Ahnung. Überkreuzanschlag? Naja, ihr wisst, was ich meine. Hat ein hohes Bündchen, ne? Also wirklich so high. Ich habe jetzt gerade Wortfindung so. High West, genau. Ne, wirklich hoch. Sie hat, ich hatte die Hose an, er sagt Omi zu mir, du hast sie aber falsch rum an. Ich sage, wieso? Na, weil die Taschen hinten sind. Weil die Taschen so seitlich sind. Ich sage, ja, die sind seitlich, hinten seitlich. Ne? Also die sind wirklich, weil irgendwer hier, ich habe sie falsch rum an. Ich sage, nee, ich habe sie schon richtig rum an. Du gehst also so hinten so. So hinten rein in die Hose. Ja, genau. So, nicht so, ja, sondern so gehst du in so die Taschen rein. Und die passt aber von der Länge gut, ne? Ja. Ja, die passt gut von der Länge. Und ja, das geht unten auch ein bisschen zusammen. Ja. Und die habe ich in 3X genommen, aber sie würde mir in 2X auch passen. Ja, definitiv. Ne? So. Die ist ein bisschen, ja, die würde mir in 2X, ich persönlich würde sagen, die würde mir in 2X besser passen, aber ich trage sie auch. Ja, also. Und die zeigen wir euch natürlich jetzt auch angezogen. Unser neuestes Modell. Das ist eine, die ist dick. Also für den Winter ist die optimal. Ist eine dicke Jeggings, Leggings, wie auch immer. Sie ist hier oben quer. Bauch kaschieren kann sie nicht, weil wer Bauch hat, hat Bauch. Den kann man nicht kaschieren. Ich habe auch einen Bauch. Aber es liegt halt gut an, ne? Also Bauch kann man nicht wegkaschieren, aber sie liegt halt gut an. Sie ist High West, ne? Hier bis hier hinten hoch. Bis da hinten hoch. Also ich könnte sie mir noch höher ziehen. Genau. Ja. Dann hat hier hinten hat keine Taschen. Ne? Keine Taschen. An diesem Bein passt sie, an diesem Bein ist sie mir hier oben zu groß. All dieweil das Bein dicker ist durch meine Krebserkrankung, weil hier Lymphknoten fehlen, ist es immer ein bisschen dicker wie dieses Bein. Und deshalb, hier auf diesem Bein passt sie perfekt. Hier auf diesem Bein passt sie perfekt. Hier könnte sie ein bisschen enger sein. Und ja, genau, sind hier und dann hier so von der Seite, von hinten. Ja, also Bauch ist Bauch, den kann man nicht kaschieren. Ne? Also, aber sie sitzt gut. Mal gucken, wie knochenbedingt runterkomme. Dann komme ich bestimmt nie wieder hoch. Aber sie ist
dehnbar. Bequem und dick. Für den Winter optimal, für Sommer wäre sie mir natürlich zu dick. Aber jetzt für die Jahreszeit top. Damit wir sehen können, wie die Sachen alle sitzen. Ja. Ach so, noch mal ganz kurz reingucken. Ja, genau. Ach ja, auch, ist auch wieder. Was ist es? 48% Polyester, 42% Cotton und 10% Elastan. 30 Grad zu waschen, die kannst du nicht in Trockner packen. Nein, nee, die kann man nicht in Trockner packen. Auf Lechjane passt es ein bisschen besser. Ja. Aber wie gesagt, immer auf eigene Gefahr, ne? Ja, meine Kinder. Ja, also was kann man zum Abschluss von Halara sagen? Also wie gesagt, ich war ja, ne? Aber Halara hat mich jetzt wirklich überzeugt. Ja, Halara Mode hat mich überzeugt. Sie sieht gut aus, sie passt wunderbar, sie passt wie angegossen, als wenn sie für dich, für uns gemacht ist. Ob nun schlanke, wie die Irmi, ist ja nun mal eine schlanke Frau, oder mollig wie ich, oder noch molliger. Entschuldigung. Man passt rein. Man passt ja? Rein, ja. Man kann sie wirklich anziehen, ja. Sie sieht ja schön aus. Sie sieht schön aus, wenn du so angezogen hast. Flott. Sie sieht flott, ja, genau. Und sie macht einen Mater und man sieht nicht, dass das eine Leggings-Art ist, wenn du diese Hosen anhast. Ja. Ne, diese Jeans-Leggings. Sie sieht aus, als wenn du die Jeans anhast, ja. Ja. Fühlt sich auch gut auf der Haut an. Ja, genau. Ja, also manchmal hat man so das... Es kribbelt oder sonst irgendwas. Gut, ich bin nicht so empfindlich, was jetzt sowas anlangt, aber ich finde sie gut zu tragen. Ja, ich bin auch jetzt, Ille hat mich überzeugt, dass wir da was bestellen und ich bin auch positiv überrascht. Ja, ja. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen, wirklich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so ist, wie viele sagen. Aber viele sagen ja auch das Gegenteil und das können wir nicht bestätigen. Also, nein, Top-Ware, Top-Qualität, Preise gehen auch. Für eine gute Jeans gibt es auch 80, 100 Euro aus. Ja. Ne? Muckelchen. Und wer trägt nicht gerne bequeme Jeans? Wer mag denn Jeans, wo der Knopf drückt, der Reißverschluss, wo immer ein bisschen eng und hier und da. Der trägt doch lieber sowas als Jeansart und hat Bewegungsfreiheit. Du fühlst dich wohl. Du kannst dir, ja, genau. Ja, manchmal ist es ja so, wenn du den Jeans hast, die ja fest und nicht steif, will ich ja gar nicht mal sagen, aber fester ist, da hältst du den ganzen Tag nicht mit aus. Nee, genau. Und diese kannst du morgens anziehen und ziehst abends wieder aus. Genau. Und merkst aber nicht, dass du den ganzen Tag eine Jeans anhattest. Eben. Ne, da muss man sich nicht mehr, wenn man nach Hause kommt, ausziehen und Jogginghose anziehen. Nee, da kann man das anlassen, weil das bequem ist. Ja. Da zwickt nichts, da drückt nichts. Ne? Also wunderbar. Also von uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben für Halara. Was hast du denn jetzt mit deinem Auge? Habt ihr euch wieder gekabbelt? Och, Muckelchen. Ich kann nicht. Okay. Vielleicht hat er noch ein Haar im Auge. Ja. Also von uns kriegt Halara definitiv einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auf die Kooperation. Wir hoffen, dass es nicht die letzte Bestellung bei Halara war, dass sie weiter mit uns kooperieren möchten. Ja, also wir sind begeistert. Wir sind zufrieden. Und schaut euch, ihr habt ja gesehen, wie die Sachen sitzen. Also kannst du echt nicht meckern. Okay, der Rock... ich bin zu klein für so einen Hosenrock-Art, wie das ist. Aber ansonsten wunderbar. Also wir sind zufrieden. Wir geben Daumen nach oben. Und danke an Halara, dass wir für euch die Mode vorstellen dürfen. Und wir sind begeistert und wir haben unsere Meinung zu Halara geändert. Wir empfehlen Halara. Halara. Pussy. Jo.
Ihr Lieben, wir bedanken uns fürs Zusehen. Wir bedanken uns für euren Support. Über einen Daumen nach oben oder unten würden wir uns sehr freuen. Aber am wichtigsten sind halt Kommentare. Wäre nett, wenn ihr uns einen lieben oder auch nicht lieben Kommentar hinterlasst. Und wichtig ist, das Video durchzuschauen. Dann supportet ihr uns wirklich. Und was mein Wunsch wäre, in den Kommentaren zu schreiben, steht es uns oder steht es genau. uns nicht? Genau, was haltet ihr davon? Genau, ja. Das würde uns auch noch interessieren. Genau. Ja. Können wir die Mode tragen? Können wir sie nicht tragen? Ne? Wie ist eure Meinung zu Halara? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Lasst uns mal austauschen in den Kommentaren. Ne? Oder hat jemand schon von euch Halara Mode? Schreibt es in die Kommentare, würde mich echt interessieren. In diesem Sinne bedanken wir uns und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss.